Hallihallo, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, hier drin herrscht auch noch der Sommer. Sommer ist vorbei und insofern habe ich mir gedacht, ich möchte meine Laterne, welche bei mir im Wohnzimmer in der Sofaecke steht, richtig, richtig schön herbstlich gestalten. Ich wollte euch die Laterne mal im Ganzen zeigen, nach oben hin. Oh, jetzt schließt sich gerade die Tür. Die ist so richtig schön auf alt, rustikal, auch mit diesen leichten Rostansätzen. Ich persönlich mag es total gerne. Und ja, ich werde das Ganze jetzt einmal gleich ausleeren, mir hier Sachen bereitstellen, die dann da drin ihren Platz finden. Ja, der nächste Sommer kommt bestimmt, das wird weggepackt und ja, nächstes Jahr findet es dann bestimmt wieder sein Plätzchen da drin. Ich lege einfach mal los. So, wie ihr seht, die Laterne ist leer und hier stehen oder liegen vielmehr ganz, ganz viele Dinge, die ich hier einbringen möchte. Dinge, die ich gefunden habe, wie Kastanien, ein schön mit Moos oder wie man das auch immer bezeichnet, ein Ast halt, ein paar Eicheln, ein bisschen Rindenbruch. So, und hier lag vorhin noch eine Silberfolie mit aus und die bringe ich auch wieder hier unten. Die lege ich hier auch wieder unten mit hinein. Einfach um meine Laterne vor irgendwelchen, ja, so Moos gibt ja auch ein bisschen Feuchtigkeit ab, so wie auch andere Dinge. Wenn man zum Beispiel hier den Kürbis, den ich ganz gern mit hineinlegen möchte, wenn der unten irgendwann anfängt, nicht mehr so schön zu sein, wäre es sehr schade, wenn das nachher an der Laterne irgendwelche Schäden hinterlässt. Insofern lieber Vorsicht als Nachsicht. Und ja, jetzt gebe ich hier mein Moos hinein und baue so ein richtig, richtig schönes Moosbettchen. So, und jetzt grabe ich mir hier so eine kleine Stelle frei, wo ich mein Glas unterbringe. Und in diesen werde ich eine Kerze reinstellen. Ich hatte ursprünglich vor, hier eine Lichterkette mit einzuarbeiten, aber die Lichterkette, die ich mit einarbeiten wollte, ist leider kurzerhand. Ich zeige sie euch gerne. Ich habe mich ein bisschen geärgert, wieder mit Jute verpackt. Das mache ich ja ganz gern so. Und ja, die funktioniert nur noch zur Hälfte. Also sprich, ich kann sie mir eigentlich hier abtrennen. Was machen wir denn da mal? Eine Schere nehmen. Und ja, einen auf Zack machen. Jetzt habe ich hier ungefähr 30 Lichter nicht mehr im Gebrauch, aber ungefähr 20 Lichter. Wenn es überhaupt so viel, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ganze Lichter sind mir übrig geblieben. Ach doch, die lege ich jetzt einfach hier mit rein, um so ein bisschen Stimmung am Abend, also so ein bisschen Lichterschein mag ich ganz gern. So, das Batteriefach lege ich hier nach hinten aus, aber auch so, dass ich gut ankommen werde, um es ein- und auszuschalten. Diese hat leider keinen Timer. So, nun habe ich hier meine kleine Vase. Und ich habe mir meinen Kürbis bereitgelegt. Aber Momento, für den Kürbis wollte ich mir ganz gern ein kleines Bettchen bauen. Ein kleines Heubettchen. Finde ich persönlich ganz schön. Ich habe es in so einiger Deko jetzt schon ein bisschen mit hineingetan. Ich finde, es riecht also wirklich richtig, richtig klasse. Für Allergiker, klar, nicht geeignet, keine Frage, aber wer nicht darauf achten muss, greift bitte gerne dazu. Das sieht richtig toll aus. So, ein kleines Heubett. So, dann habe ich hier, möchte ich eine Kerze mit hineingeben. Ich war erst am Überlegen, ob ich eine weiße nehme. So, jetzt könnte man die hineinstellen. Ich finde, sieht auch gar nicht so schlecht aus. Aber irgendwie ist mir das Weiß zu Kontrast. Also ein zu großer Kontrast zu diesem Kürbis. Insofern wähle ich eine graue. Die ist mir runtergefallen. Aber wenn man die ein paar Mal anhatte, sieht man das ja eh nicht mehr. Und ich habe auch eine recht hohe Vase gewählt, weil hier ist jetzt natürlich Zeug drin. Moos könnte ganz gut brennen. Auch hier dieses Streu, würde sehr schnell Feuer fangen. Insofern habe ich eine recht hohe Vase gewählt. Und die wollte ich aber nicht einfach so nackig lassen. Das hätte ich dann jetzt auch nicht so schick gefunden. Insofern habe ich hier so einen kleinen Kranz, den ich einfach da so mit ransetze. Und jetzt bin ich am Überlegen, reicht der auch bis unten? Hey, so sieht es doch schicker. So wird ein Schuh draus. Ja, manchmal denkt man sich so Dinge zurecht
Auch hier müssen wir tatsächlich noch mal ein bisschen tricksen. So, wo man denkt so, hier oben, aber hier unten gefällt mir das auch ganz gut. Ja, und jetzt bin ich einfach nur, gehe ich einfach nur herbei und packe so ein paar Sachen hier hinein, die ich draußen in der Natur gefunden habe. Hier ist leider der Stiel abgebrochen. So, ein paar Kastanien. Die sehen leider nicht wirklich lange schön aus. Also, wenn ihr da einen Tipp habt, wie man das hinkriegt, dass Kastanien länger schön aussehen. Also, ich weiß nicht, ob man die vielleicht lackieren könnte mit Nagellack. Ich habe es noch nie ausprobiert. Also, wenn ihr da einen Tipp habt, immer her damit. So, jetzt fand ich das eigentlich recht schick mit dem Kastanienbruch. So, hier noch ein bisschen Rinde hinein und schon bin ich fertig. Ich hatte ehrlich gedacht ursprünglich, dass man hier noch ein Blütenbommel einer Hortensie mit hineinlegt, aber das wäre tatsächlich wirklich zu viel des Guten. Man sehe selbst da hiermit, was ich jetzt hier so habe, es ist tatsächlich schon so, dass es eigentlich recht gut gefüllt ist. Ich mag es ja gerne, wirklich recht üppig. Wer jetzt sagt, nee, das ist mir ein bisschen zu viel, lässt ihm einfach was weg, das ist auch gar kein Thema. So, jetzt sieht man natürlich nicht mehr so viel von dem Bettchen. Dann nehmen wir das hier vorne nochmal weg und die legen wir hier rüber. Und dann sehen wir auch wieder unser kleines Bettchen. So, so gefällt es mir gut. So sieht es toll aus. So, einmal Klappe zu. Ja, herrlich. So kann es bleiben, so gefällt es mir. Das kommt in meiner Sofaecke und ich fahre einmal nochmal nach oben. Das Herz, welches da oben dran hängt, das lasse ich auch dran. Das nehme ich tatsächlich nicht beiseite. Ja, und wenn ich abends einfach mein Lichtchen anmache, also meine Kerze, wobei auch das mit der Lichterkette gefällt mir schon sehr, sehr gut. Es ist ein bisschen wenig an Licht, weil ja, die meisten Lichter sind ja jetzt kaputt gegangen. Ja, entweder nochmal eine neue kaufen, die habe ich ja gerade nicht bei Hand. Und dann einfach mal schauen. Oh, wir haben hier einen kleinen Besucher. Den werde ich nachher gleich hinaussetzen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen, viel, viel Freude. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal ganz einfach wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.